Wir warten jetzt, dass er sein E hier benutzt, ne? Weil er behind ist und tiltet, wird er sein E benutzen. Jetzt ist er tot. Wer weiß es? Er weiß es, ich weiß es. Who's that Pokémon? It's no way for you! Du hast, wenn du League spielst, ne? Du hast drei Lanes. Ja, das sind die drei Lanes. Und du hast vier Jungle Hilfe. Ich mal die jetzt mal so ganz, das ist bad, ne, eingemalt. Aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ne? Das ist, wo du Gold verdienst. Das heißt, du verdienst Gold auf der Botlane, auf der Midlane, auf der Toplane, ne, in Form von Minions, in Form von Turrets, ne, Erfahrung kriegst du nur über Minions. Und du hast die Jungle Monster. Und wenn du jetzt einen Inhib im Early nimmst, ne, und hier haben wir noch die Objectives, die sollte ich vielleicht auch, also hier haben wir noch Nash und hier haben wir Drake. Ne? So. Und wenn du jetzt einen Inhib nimmst, du hast Pressure auf einer Lane und deine Minions pushen permanent. Und was das bedeutet ist, dass eine von diesen Lanes dir kein Einkommen mehr gibt, weil deine Minions permanent pushen. Und dadurch, dass wenn du weit vor der 20. Minute bist, kannst du weder über Soul Condition gewinnen, noch über Nash Win Condition gewinnen. Mit diesem Druck, den diese Lane erzeugt, schenkst du den Gegnern praktisch permanent Gold. Das heißt, wenn du den Inhib viel zu früh nimmst, hast du keine Möglichkeit, wenn du nicht gut koordiniert vorgehst, aus diesem Inhib was zu machen und gibst dem Gegner eine Möglichkeit zurückzukommen. Ich hoffe, man hat das einigermaßen verstanden. Jetzt haben wir natürlich Pippo wieder. Ey, holy shit, ist das Team stacked. Rengar. Hey, Pippo spielt. Tatsächlich, Pippos Rengar ist richtig gut, ey. Richtig, richtig guter Rengar. Habe ich gerade Paint verpasst? Du hast gerade Paint verpasst, ja. Das anscheinend spielen wir gegen eine Morgana. Set for me. Das ist ein so gutes Set-Game hier. Drei anfällige Backliner und ein Ivern. Holy shit. Wenn das nicht mal ein Set-Engel ist, Ein bisschen wenig Magic Damage vielleicht, aber Ziggs reicht normalerweise schon. Die Midlane, das Matchup ist ein bisschen schwierig gegen Syndra. Aber wenn wir sauber bleiben, dann sollten wir nicht zu weit behind fallen und dann hat sie Riesenprobleme. Findest du Viktor auf Top noch gut oder eher meh? Ich finde, der ist Top-Lane fast nicht spielbar auf der langen Lane. Jetzt, wo es Klepto nicht mehr gibt. Er fühlt sich in meinen Augen nicht gut an, nee. Also ich würde ihn nur Mitte empfehlen. Das hier ist Jesus, ist das, ja. Der ist auch einer der höchst gerateten AD-Carries aktuell. Das ist im Übrigen der Rang 1 Spieler EU West und der ist irgendwie Rang 12. Das ist, glaube ich, ist Razorg, ne? Auf seinem Smurf-Account ist das, glaube ich, Razorg. Ich glaube, die haben zwei von den höchst gerateten Spielern haben die EOS. Das war eine Corrupting Potion für einen Pot von uns. Das ist okay, der Trade. Ihr seht, wie aggressiv der Kerl ist. Das ist einer der wütendsten Spieler, die es überhaupt gibt, der Kerl. Das ist crazy. Das Early ist sehr anspruchsvoll in dem Matchup. Ihr könnt extrem leicht behind fallen im Early. Wenn ihr einen zu schlechten Trade nimmt und die euch aus der Lane pushen kann, dann ist sofort super gau. Und leider haben wir auch mit Rengar nicht so den besten gankenden Jungler auf einer Syndra. Na, ihr seht, wie schwierig das wird. Aufpassen, dass er uns hier nicht mit dem E trifft. Dirty. Double Flash. Dann hat kein TP. Sind nochmal Besen für ein Langschwert mehr oder so? Ein sehr teurer TP für den Renekton jetzt. Ja, kurzer Pokey hier. Oh, warum bin ich reingeswappt? Ich hätte Auto-Attack Q machen sollen, aber wäre tot gewesen, ne? Er ist auch 6 geworden, der könnte mich da eben probieren. Meint ihr, ich hätte da reingehen dürfen? Nee, oder? Ich glaube, ich bin einfach nur ein lebender Triumph-Proc, wenn ich reingehe mit einem Leben. Ich glaube, ich bin ein lebender Triumph-Proc. Komisches Game. Ah! Das ist eigentlich ein relativ cooles Game, muss ich sagen. Können wir sie theoretisch outplayen, aber das Outplay ist so risky, weil sie muss nur Ulti drücken und ich sterbe. Und das Problem ist, dass die Ulti, ihr könnt die Ulti von Syndra nicht komplett mit eurer Ulti countern, sondern nur fast komplett. Anfaken, so jetzt ist sie tot. Dafür, dass ihr das. Also, ihr wollt nur so nah rangehen, dass ihr wisst, dass das E euch nicht treffen kann. Dann wollt ihr das E baiten, weil sobald ihr das E gebaitet habt, ist es garantiert, dass euer Renekton sie töten kann. Euer Rengar, weil sie dann ihn nicht wegstoßen kann. Na? Ich war nicht weit genug weg. Sie hatte die Ulti schon auf mich benutzt, als ich hier stand. Ja, deswegen bin ich reingestoppt und habe noch mal einen Damage gemacht, aber das war nicht gut.
das kurz rausgehalten. Er hat keinen Flash mehr, hat keine Ult mehr. Und dann können wir einfach für den Free, ne, ihr seht, wie er den Ken als einziges Dash-Möglichkeit hat. Das heißt, ihr wisst, dass er über den Dash, über den Ken machen wird. Und dann könnt ihr einfach eine easy Free-Combo auf ihn haben, weil er nur eine einzige Möglichkeit hat. Wir warten jetzt, dass er sein E hier benutzt, ne? Weil er behind ist und tiltet, wird er sein E benutzen. Und jetzt ist er tot. Wer weiß es? Er weiß es, ich weiß es. Halt, weiß es? Ich muss actually flashen, weil ich bad bin. Weil jetzt kann das sad. Jetzt ist natürlich die Sache, ich bin sehr gefeedet, aber ich habe schlechte Farm und unser Team ist sehr behind. Das heißt, wir sollten vielleicht probieren, hier in die Mitte zu gehen. Soll ich einfach für den oben gehen? Warum, jetzt werden wahrscheinlich einige gerade Buße schreiben. War es auch. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, wie ihr das überleben könnt, weil er hier rüber dashen kann. Und das ist, dass ihr seinen Dash baitet und dann hier wieder zurücklauft. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr gewinnen könnt in der Situation. Oder überleben könnt überhaupt. Ich habe leider von meinen Shurikens nur einen getroffen. Ich hätte drei gebraucht. Wir haben auf der anderen Seite der Map einen riesen Fight gewonnen und unser Six hat 4 Kills oder so gemacht. Das heißt, es ist okay. Trotzdem ein riesen Fehler von mir. Wir können jetzt Nash gehen. Können wir den irgendwie verhindern, den Nash? Wir müssen keiner, oder? Okay. Wir haben keine wirklich attraktiven Ziele mehr aktuell, ne? Wir haben... nur noch der Ivan ist attraktiv. Alle anderen Ziele sind schlecht für uns mittlerweile. Alle anderen Targets sind sehr, sehr schlecht für uns. So viel Sonjasse, so viel Armor. Kriegt man auch so ein Yellow Trinket jetzt eigentlich? Nee, man kriegt keins mehr dann zu dem Zeitpunkt, okay. Okay. Ja, nice. Dann schauen wir, ob wir hier vielleicht für den Drake spielen können. Das war sehr huge für uns. Jetzt bin ich auch richtig im Saft wieder. Ist ja bloß die Frage, soll ich jetzt Heal Reduction gehen oder Edge of Night gegen die ganzen Instant-CC-Spells, die mich nach der Ult treffen können? Die Hoffnung ist, dass der Ivan hier gleich reinläuft und dass ich dann den Ivan killen kann. Vision hat mich outplayed, ich hatte leider kein Ward für den Busch. Wenn ich ein Ward für den Busch habe, dann hätte ich ihn, einfach clean killen können. Best Bindings die ganze Zeit. Wenn ich mein W minimal Delay, dann komme ich da drüber und habe einen Double Kill. Wir haben jetzt unser Edge of Night ready. Healing Reduction, maybe? Ich glaube, Healing Reduction sounds good. Ich meine, wir könnten... Oh, das ist terrible. Jetzt kriegen die nämlich Soul. Nein. Let's go, Nimrai, boys. Schade, wenn der die bekommen hätte oben. Oder ich glaube, wenn der die kriegt. Alter! Das könnte Game sein, ja. 10 Sekunden. Der kann alles one-hitten. Oh! Double? Ja, ist gleich Game, ja. Ansonsten ist es Double Open, Open Nexus. Also very good. As we lived. As we... Okay. Am liebsten würde ich Ravenous Hydra gehen. Brauche ich Healing Reduction? Ich glaube schon, dass ich Healing Reduction... Ich gucke mir gerade den Ezio an. Ich glaube schon, dass ich Healing Reduction brauche, ehrlich gesagt. Ich kann nicht den Renekton hier one-hitten. Alter, ich bin der Griefer. Oh. Aber so bad von mir. Jetzt ist die Frage, wie wir hier weitermachen. Wir können jetzt auf Objectives warten. Es darf auf gar keinen Fall jemand gecatcht werden. Ja, doch. Ja, wir können aber doch, ne? End. Das ist
Go, Leute. Shit, haben wir dann auch noch geholt. Oh, okay. Holy shit, was ein Stream. Wen online war? Der Dings war so stark. Der Munde und der Zix am Ende. Guck mal den Zix, der hatte eine sehr, sehr schwierige Lane. Oh, wir haben fast 1000 LP. Noch ein Win für 1000 LP, Leute. Ein einziger Win. Oh, joi, joi.